Dritter Akt. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Und da sind wir wieder im Haus, was ja der letzte Punkt war, der vollständig rekonstruiert war. Gehen wir. Gut, und das Memento sollte ja auch schon aktiviert sein. Das sollte ja jetzt alles kein Problem mehr sein. Dann werden wir mal sehen, wo wir mit dem Fußball hinkommen. Los geht's. So ein kleines Ding. Und es macht uns so viel Ärger. Ich könnte es zum Mond schießen. Schätze, wir können jetzt nur das Signal senden und hoffen. Gut. Bereit? Wow. Irgendetwas passiert. Schnell, sende es nochmal. Was ist los? Doktor, da stimmt was nicht. Was? Übernehmen Sie für mich, Lilly. Sein Zustand hat sich destabilisiert. Ich muss die Medikation anpassen. Was passiert mit diesem Ort? Er ist instabil geworden. Raus hier! Was? Raus aus seinem Gedächtnis! Sofort! Wieso? Solange das System so instabil ist, kann jeder, der sich hier befindet, bleibenden Schaden nehmen. Du machst Witze. Warum lockst du dich da nicht aus? Ich kann nicht, Neil. Wenn wir uns beide auslocken, ist unsere bisherige Arbeit verloren. Und wir haben nicht mehr genug Zeit, alles nochmal zu machen, bevor Johnny... Ach du Blöde! Erzähl mir doch keinen! Wir sind hier nicht im Kinofilm und du bist nicht die Heldin, du bist einfach nur bescheuert. Aber du bist ein Held, oder wie? Irgendwie ist das falsch betont, na egal. Mach, dass du hier rauskommst. Vergiss es. Wenn du weg bist, stecken sie mich wahrscheinlich in ein Team mit Alistair. Weißt du, wie der Mann stinkt? Schlimmer als das überfahrene Vieh. Verdammt, Neil. Was habe ich nun davon, dass ich dir geholfen habe, dich durch den Eignungstest zu mogeln? Puh. Doktor. Alles im Griff. Vorerst. Na bitte. Und weißt du was? Dein Karottenkuchen ist ekelhaft. Warte mal. Ja, und bei der letzten Weihnachtsfeier, da hattest du... Oh. Komm. Lass uns gehen, bevor das nochmal passiert. Weißt du, ich habe das nicht wirklich so gemeint. Also, dass du bescheuert bist. Ich allerdings schon. Ist klar. Augen zu und durch. Ich bin gespannt. Und wir sind in der Kleinkindheit. Es hat funktioniert, ich kann es kaum glauben. Wir sind also tatsächlich durch. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es mir hier gefallen wird. Wieso? Sieht doch alles ganz friedlich aus. Neil, vorhin in Johnnys Zimmer, ist dir da etwas Seltsames aufgefallen? Was genau? Da war etwas Seltsames.
Hast du es nicht gesehen? Ich glaube nicht. Schon gut. Ich hoffe nur, dass ich Unrecht habe. Ich weiß nicht, wovon Iva da redet. Ich habe nichts gesehen. Ich weiß nicht, wovon sie da genau spricht. Aber ich fand es jetzt sehr interessant, dass es ihn vollkommen destabilisiert hat, gerade diese hereinströmende Erinnerung. Da könnte ich mir vorstellen, dass das seine Gedankenwelt vielleicht so extrem belastet, dass er da wirklich fast kollabiert wäre gerade oder sowas. Weiß nicht genau. Auf jeden Fall finde ich auch interessant, dass die beiden jetzt wirklich in einer realen Gefahr schweben, wenn sie hier drin bleiben und Johnny währenddessen stirbt. Das wäre natürlich bitter, sagen wir es mal so. Dann damit begeben sich die beiden in eine richtige Gefahr eigentlich. Aber schauen wir mal. Mutter und Sohn. Wir können nicht reden. Und hier vorne ist Johnny mit Unbekannten. Wow, das klingt fabelhaft. Ich weiß, okay? Irgendwann musst du sie mal dorthin mitnehmen. Die Mutter und irgendjemand anders. Und wir sehen immer noch keinen Vater. Johnny mit Unbekannten, Johnny beim Fußball. Himmel, die Zeitüberlappung gerät außer Kontrolle. Sieh dir mal an, wie viele Exemplare von ihm hier sind. Es ist ein regelrechter Zoo. Oh je. Ich glaube, es ist nicht gut, dass die gesamten Erinnerungen gerade vollständig auf ihn eingeprasselt sind. Und es ist ausgerechnet ein totes Eichhörnchen. Okay. Das alles verdanken wir dem Opfer unseres kleinen Freundes hier. Ich hoffe es. So. Gehen wir mal die Straße weiter lang. Ich bin echt sehr gespannt, worauf das hinausläuft. Oh Gott, sieh mal auf die Uhr. Ich mache mich besser auf den Weg. Das Geschäft macht heute früher zu. Oh, pass auf dich auf, Martha. Grüß die Jungs von mir. Mache ich. Wir sehen uns. Die Jungs? Es gab einen Bruder. Tja, das ist wohl eine Sackgasse. Und worauf wolltest du hinaus? Vergiss es einfach. Vielleicht hatte ich auch mal Unrecht. Schau nur, dieser Ort. Er ist so friedlich. In dieser Erinnerung existiert nichts, was so etwas auslösen könnte, außer... Verdammt, ich Idiot! Wir müssen umkehren, sofort! Moment mal, was denn jetzt schon wieder? Halt einfach die Klappe und komm! Aha. Passiert jetzt gleich ein Unfall? Oh. Ich verstehe das nicht. Er war bewusstlos. Wie können wir das hier sehen, wenn er selbst es niemals gesehen hat? Wenn es sein Zwillingsbruder ist. Jedenfalls ist es ein Wunder, dass er überlebt hat. Eigentlich hat er das ja auch nicht. Was? Was
du dir sein Zimmer nicht angesehen, Neil? Johnny hatte ein Etagenbett. Joey! Joey, der Bruder, nicht der Großvater. Joey, kannst du mich hören? Joey? Warum hast du Joey überfahren, Mom? Warum hast du ihn überfahren? Joey, wach auf, Joey! Wach auf! Joey. Auch wenn sie noch so klein waren, einen Zwillingsbruder zu verlieren, ganz davon abgesehen, wie sich die Mutter fühlen musste. Wenigstens hatte Johnny die Beta-Blocker, um die Erinnerungen auszulöschen. Nicht, dass da noch viel wäre. Sie sind nur entkoppelt, nicht gelöscht. Irgendwo hier drin hat ein Nachhall dieser Erinnerungen wahrscheinlich weiter existiert. Was ist mit der Mutter? Ich glaube nicht, dass die Beta-Blocker genommen hat. Sieht aus, als wäre sie ein wenig durchgedreht. Zumindest glaube ich nicht mehr, dass Joey nur ihr Spitzname für Johnny war. Aber wenn sie Johnny als Ersatz für Joey nimmt, was ist dann mit Johnny selbst? Ich mag das hier nicht. Lass uns gehen. Eieiei, harter Tobak, aber ich dachte es mir jetzt irgendwie schon fast, als sie die Jungs gesagt hatte, dass es Zwillingsbrüder sind und dass es dabei den anderen Zwillingsbruder erwischt. Das ist natürlich ganz schön bitter. Das erklärt die Sache mit Joey und Johnny. Aber das bedeutet ja quasi, er hat dann aufgehört zu existieren, um Joeys Position einzunehmen. Oder wie soll ich das verstehen? Um der Mutter zu gefallen? Und ich verstehe immer noch nicht, warum es keinen Vater gibt. Das ist alles komisch. Und wo sollen wir hin? Hier hinten gab es nichts. Oder können wir hier unten etwas machen? Nein. Puh, ich frag mich echt, was jetzt noch kommen soll. Eigentlich muss noch irgendwas anderes kommen. Wir haben jetzt schon den tiefen Einschnitt erlebt, warum die Erinnerung komplett geblockt wurde, aber es muss noch was davor kommen. Natürlich die Erinnerung mit Joey zusammen. Achso, ich muss einfach auf Joey draufklicken, natürlich. Notiz zu Joey erhalten. Sieht aus, als wäre das nicht die einzige abgekoppelte Erinnerung gewesen. Seltsam. Es baut keine Barriere mehr auf. Mal nicht den Teufel an die Wand.